Hallo, meine Matrosen, wir sind hier bei stattlichen Einblicken. Die gute Dumi Moore. Ja, es ist so. Wir haben jetzt hier, wir müssen mal ganz kurz gucken. Wir haben drei, vier Dreien. Machen wir mal vier Dreien, bitte sehr. Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen. Ich fordere dich heraus. Der Einsatz ist hoch. Und die hier werden dir zu denken geben. Fünf Dreien, okay. Wir machen mal hier und sagen mal drei Jokers. Okidoki. Zusätzlich zum Erhöhen gebe ich dir das hier zum Nachdenken mit. Zeig her. Ach, Larry, du könntest dich nicht mal aus einer Pappschachtel rausblöffen. Das ist wohl wahr. Deswegen könnte ich auch nie Poker spielen. Ich kaufe einen Würfel. Immer kräftig durchschütteln. Und los geht's. Zweimal die fünf. Also wir spielen es mal ein bisschen kleiner. Dreimal die zwei. Ich glaube, das kommt der Wahrheit schon näher. Die Würfel rufen. Sie sagen höher, höher. Viermal die zwei. Komm, sagen wir mal. Ja, 6 könnte jetzt wieder zu hoch sein. Wir wissen nicht, was, wenn sie keine mehr hat. Ich mach das mal. Das ist meine Wette. Ich zeige diese Würfel und knoble neu. Lass sehen. Wenn sie jetzt keine hat, sind wir im. Oh. Ja. Es okay. Ist deine Wette. Scheiße, wir haben kein Geld mehr, um Würfel zu kaufen. Das heißt, wir sind jetzt pleite. Liebe Leute, wir sind jetzt echt stumpf pleite. Was hat sie gesagt? Zweimal den Joker dürfte sie haben. Ich zweifle das trotzdem. Lass sie sehen. Tja, so ist das mit dem Glück. Okay, wir haben jetzt nur noch drei. Das sind jetzt sehr leicht ausrechenbar. Zwei Fünfen, sagt sie. Ich sag mal drei Fünfen. Okay, hier ist meine Wette. Versuch drüber zu kommen. Ich fordere dich heraus. In deinen Träumen vielleicht, Larry. Hosen runter. Wer mit dem Feuer spielt, der verbrennt sich dabei, ja, Larry. Ich glaube, ich bin zu ehrlich. Ich bin zu ehrlich für dieses Spiel, liebe Leute. Das ist 5 und 2x5. Sagen wir 4x. Sie kann natürlich jetzt alles sehen, was. Wir sagen hier den. Ich erhöhe ein klein wenig. Ich glaube nicht. Okay. Nein. Na gut, Larry, du könntest dich nicht mal aus einer Pappschachtel rausblöffen. Wir sind jetzt sehr leicht ausgerüstet. Auf geht's, Baby. Okay. Okay, immer, wenn es jetzt nur einen hat, sind wir sagen mal drei, bitte sehr. Bitte sehr. Aber dann kriege ich dich eben beim nächsten Mal. Okay. Und da geht er hin, der zweite Ohrring. Na, schon aufgeregt, Larry? Ekstatisch. Ich auch, liebe Leute, ich auch. Wir sind gleich pleite. Ich kaufe einen Würfel. Ja. Immer kräftig durchschütteln. Wir brauchen es theoretisch nur noch auf den zu gehen und beziehungsweise. Und zurück an dich. Die Würfel rufen. Sie sagen höher, höher. Zweimal die fünf. Ja, machen wir mal ein dreimal die fünf. Bitte sehr. Mit besonderem Vergnügen. Zeig her. Wenn du heiß bist, bist du heiß. Ja, ich genau. Kaufe einen Würfel. Ja, auf geht's, Baby. Der hat natürlich nur Asche, ne? So, wir haben eine 2. Wir sagen. Einmal hier Ette. Ich kann's leider nicht ändern. 2 Sechsen. Du bist dran. Was soll ich machen? Können wir mal 3 Sechsen sagen. Ich erhöhe ein klein wenig. Lass sehen. Boah, und Mist. Sie hat halt das gewisse magische Ette. Ja, das kann man so sagen. Also gut, Larry. Wir sind pleite. Ich denke, das war's. Gute Nacht. Was meinst du mit gute Nacht? Warum? Ich dachte, ich meine, du glaubst wirklich? Könntest du auf dem Weg die Würfelbecher zurückgeben? Achtung bitte, eine Durchsage. Larry Leffer hat gerade mit einem neuen Punkterekord den Schießwettbewerb gewonnen. Gratuliere, Larry. Teil's dir gut ein. Larry Leffer, das sind wir. Wir haben doch keinen Schießwettbewerb gewonnen.
Okay, ich weiß jetzt nicht, wo wir unseren Anzug haben, die Leute. Aber was mir noch aufgefallen ist, wir können jetzt hier einmal hochgehen. Ach, der arme Bob Ross, der tut mir immer noch leid. Oh, was haben wir da? Ein Schlitzschraubendreher liegt auf der Werkzeugkiste des Bildhauers. Nehmen. So, können wir sonst was nehmen? Tut mir leid, Larry, aber du brauchst nur den Schraubenzieher. Ah, erinnerst du dich noch in La Costa Lotta? Du meinst in Leisure Suit Larry 6, Shape Up or Slip Out, Sierras erstem SVGA-Adventure-Spiel, das sie erst kürzlich in deine Leisure Suit Larry Collectors Edition aufgenommen haben. Ja, genau da. Und? Da musste ich noch zwei Werkzeuge nehmen. Tja, brauchst du hier aber nicht. Ach, wirklich? Woher willst du denn das wissen? Ich habe das Skript gelesen. Oh, dann verrat mir doch mal, kriege ich diesmal eine rum? Nö, verrate ich nicht. Okay, hier ist der große Eisennagel. Von hier aus kann man gut erkennen, dass ein großer Stahlstift direkt von oben durch das Schiffsdeck geschlagen worden ist. Das ist aber eine sehr abenteuerliche Konstruktion, meine lieben Leute, das ist... Der einzige Grund, warum du das betatschst, ist der, dass du wieder zweideutige Kommentare von wegen lang und hart hören willst. Stimmt's nicht? Tut mir leid. Ja, was könnte man damit benutzen? Ich weiß, aktuell weiß ich es nicht. So, wir gehen mal runter. Hat der gute Bob Ross da schwer gelitten, ne? So. Aber dass Larry Leffer ein Schießwettbewerb, das verstehe ich nicht ganz. Wir haben nichts gewonnen. So, jetzt will ich mal ganz kurz zum Purser gehen. Larry, wo ist er? Oh, ich habe bei Demi gar nicht nach Yeah Baby geguckt. Jetzt sehe ich hier gerade einen. Nee. So, andere. So, ich will jetzt mal ganz kurz hier das Klopapier, Kollege. Das ist mir doch ein bisschen hart. Wenn Sie sich darüber beschweren wollen, dann sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Denn ich mag diese grobkörnige Natur, diesen rauen Naturalismus. Seine... Vergessen Sie es! Okay. So, das war... Ah, das war Kabine 500. Okay, das heißt, wir kämen da nochmal zurück. Das ist... Bugladeraum? Der Griff sieht unverschlossen aus. Was ist das? Auf einem kleinen Schild an der Tür steht Gepäckraum, Zutritt nur für Besatzungsmitglieder. Du kannst nicht reinsehen, weil das Bullauge extrem dreckig ist. Okay, können wir das öffnen? Der Griff sieht unverschlossen aus. Du bewegst den Griff und findest heraus, wie sehr der äußere Schein täuschen kann. Du bewegst... Okay, und... Okay, da können wir wahrscheinlich erstmal nicht rein. Können wir die Tür öffnen? Andere. Geht nicht, ist abgeschlossen. Okay, ist abgeschlossen. Dann gehen wir zurück. So, jetzt, wir gucken uns mal ein bisschen um. Wir haben uns ja noch so gar nicht wirklich alles angeschaut. Auch die Bowlingmeister, da können wir mal gucken, liebe Leute. Weil wir, oh, da ist ein Joe. Da ist, war da bei dem eben ein, auch ein, da müsste ich gucken. Hier haben wir auf jeden Fall, na. Yeah, Baby! Yeah, Baby! Yeah. Yeah. Okay, wir haben 18. 18, 18. Was haben wir denn hier? Das ist ja süß. Warum dekorieren die eine Bowlingbahn mit einem Fiberglas-Walross? Achtung bitte, eine Durchsage. Alle Teilnehmer am 24-Stunden-Hamster-Tauschwettbewerb verlassen direkt vom Heck des Schiffes einfinden. Noch ein Bowling-Spieler. Wir müssen ja den Bowling-Wettbewerb, glaube ich, gewinnen. Das er immer, scheint ne? besser zu sein als du. Okay. Können wir die Tele... Wir können mal ein Testspiel machen. Okay. Gucken wir uns erstmal an. Die anderen Spieler haben alle erst ihre Kugeln abgewischt. Okay, wir haben nichts, glaube ich, zum Abwischen. Wir machen das mal ohne. Wir benutzen... Wir nehmen die einfach mal. Oh!
war mittelmäßig. Dann gucken wir mal ganz kurz. Wir hätten... Was ist das denn? Mal Schiffskarte. Okay. Da fiel mir noch was ein. Ne? Diese Seite enthält das Rezept für venezolanischen Bibeles-Käse. Die Zutaten sind Bibermilch. Natürlich ist die Milch des venezolanischen Bibers jeder anderen Sorte vorzuziehen. Eine Prise Salz, Kälberlab, das zur Not auch durch Zitronensaft ersetzt werden kann. Und einen Hauch von Schimmel. Passt besonders gut zu... Ich weiß, zu Kumquats und Geokarpenfrüchten. Geo... was? Geokarp. Du weißt schon, Pflanzenfrüchte, die unter der Erdoberfläche reifen, gehören ja auf jeden guten Speiseplan. Alles klar? Larry, manchmal machst du mir richtig Angst. Aber mir auch. Aber was soll's? Auf der Rückseite steht noch mehr. Mit anderen Worten, ich soll also nochmal klicken, um mir auch noch die Rückseite anzuhören? Ach, hör auf zu jammern. Hier, die Rückseite enthält das Rezept für venezolanischen Biberles-Käse mit Kumquat-Kisch. Die Zutaten sind Biberkäse und eine in Scheiben geschnittene Kumquat-Orange. Ich nehme an, du willst den Rest genauso wenig hören, stimmt's? Okay. Naja. Gut, ich glaube, hier können wir erstmal nicht viel machen. Hier ist auch, glaube ich... Wir gucken uns den Knaben hier mal an. Er scheint besser zu sein als du. Können wir mit ihm reden? Er kann dich nicht hören. Und selbst wenn, würde er nicht mit dir reden. Okay. Okay. So, jetzt, okay, das haben wir, die Bowlingbahn haben wir jetzt schon mal gesehen. Hier war das Hufeisenwettbewerb. Wir gehen mal zum Hufeisen. Das müssen wir ja auch machen. Wir müssen ja auch... Oh, was sehe ich da? Yeah, baby! Okay, wir haben 19 schon gefunden. So, pass mal. Jetzt. Was ist das denn? Busch? Dieses Gebüsch versteckt geschickt die riesige Klimaanlage, die diese offenen Decks der PMS Bouncy kühlt. Aha. Können wir da mal schieben? Krapschen? Behalte deine Griffel bei dir. Nehmen? Du hast schon immer gesagt, ein Busch in der Hand ist besser als... Moment mal. Moment mal, was? Ich hier... Andere, was können wir denn nochmal öffnen, trinken? Nochmal schieben, ob das überhaupt funktioniert. Moment. Klar doch. Schubst dich selbst. Die beiden? Zusammen? Wohl kaum. Wohl kaum. Okay, und benutzen. Können wir denn. Klopapier. Hör auf, die Leute zu bedrohen. Yeah. Wenn du dich schlagen willst, kauf dir doch Warcraft. Warcraft, genau. Was ist das jetzt hier? Das ist das Ziel für alle, die hier mit Hufeisen werfen. Aber ist das nicht komisch? Das sieht doch fast so aus, als hätte jemand einen Stahlstab mitten durch die Schiffsplanken aus Mahagoni-Imitat gehämmert. Okay. Dieser Zentaur aus Fiberglas wirkt in sich das Kartenlesegerät vom Feis-Liebhaberpreis. Steck einfach deine Punktekarte ein, wenn du anfangen willst. Das System überprüft, ob du zum Wettbewerb tauglich und zugelassen bist. Und dann zählt und notiert es automatisch deine Punkte. Ziemlich verdammt beeindruckend. Besonders, wenn man bedenkt, dass es noch immer auf einem Commodore 64 läuft. Achtung bitte, eine Durchsage. Okay. Karin hat gerade das oben ohne Seilhüpfen der Damen gewonnen. Oh Mist, da habe ich ja wirklich mal was verpasst. Ja, das kann man so sagen, Leisure Sweet Larry. So, pass mal auf, dann benutzen wir mal hier unsere TLP-Punktekarte. Und, das... Okay, und was jetzt? Spielen. Das war mies. Okay, ich glaube, das schaffen wir noch nicht. Ich glaube, da fehlt jetzt noch irgendwas, dann...
Wo kommt man hier hin? Verlassen Sie den Hufeisenwurfwettbewerb nicht, ohne Ihre Punktekarte vom Pferdehintern zu entfernen. Okay. Sie Pferdearsch. Sie Pferdearsch. Gib mir meine Karte. Igitt, ich hoffe, das ist meine Karte. Meine lieben Leute, mit diesen widerlichen Bildern, die sich jetzt gerade... Das, sag ich jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, mal gucken, wie wir weiter klarkommen. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Also, ich war gerade, schau, Spiel geht 45, dem Hufeisen König.